Hallo und herzlich willkommen zurück zu Let's Play Fire Emblem. Ich bin Alex von The Freejesser und du bist Justin frisst anscheinend gerade. Das ist perfekt. Du bist Justin von Justin Stein. Ninian ist nicht mehr am Leben. Nur das Echo von Nergals Gelächter hallt wieder. Auf Hektors Raten macht sich die Gruppe in Richtung Usidia auf. Völlig erschöpft und entkräftet benötigen sie Zeit, um sich zu regruppieren. Usidia ist die am schwersten bewachte Stadt in ganz Lycia. Keinem Feind gelang es bisher, ihre Mauern zu durchbrechen. Okay. Das war Orio. Kapitel 29, der Sand der Zeit. Der Sand der Zeit. Nur Spielzeit, nicht für Spiele. Wir sind erfreut, euch bei bester Gesundheit begrüßen zu dürfen. Wo ist mein Bruder? Ah, er ist gestern zu einer Konferenz nach Etruria aufgebrochen. Er wird erst in einem halben Monat wieder zu Hause erwartet. Etruria? Das ist bedauerlich. Geht und bereitet Zimmer für meine Gefährten vor. Sie müssen sich ausruhen. Ja, Milord. Graubart, ihr wisst doch etwas, oder? Sagt es mir, was sollen wir jetzt tun? Einen Moment, Junge. Ja, ich denke, ihr habt das Recht, es zu erfahren. Oh nein, jetzt erzählt er uns irgendeine Scheiße. Nein, er erzählt uns eine lange Scheiße. Ich traf Nergal vor 500 Jahren während einer Wanderung durch das Ödland von Nabata. Boah, waren die beiden da noch jung, haben schon Falten im Gesicht. Wie auch bei mir lag sein einziger Antrieb in der Suche nach der Wahrheit in dieser Welt. Ich rede jetzt normal, weil der einfach so lange labert. In der Macht und Wissen waren wir uns ebenbürtig und wir schlossen schnell Freundschaft. Wir glaubten, wir könnten die Mysterien der Welt entschlüsseln. Wir glaubten dies wahrhaftig. Was ist dann geschehen? Eine Streitigkeit am Höhepunkt unserer Queste. Rette Merlinus. Und dann wurde sie wütend. Eines Tages, als ich die Geheimnisse von Nabata kartografierte, stieß ich auf ein höchst erstaunliches Dorf. Es war unfassbar, doch an diesem Ort lebten Menschen und Drachen in Frieden zusammen. Drachen und Menschen? Wollt ihr sagen, sie könnten friedvoll miteinander leben? Zuerst traute ich dem Bild nicht, das meine Augen mir zeigten, aber das Dorf existierte tatsächlich. Das ist erstaunlich. Die Drachen, die ich dort beobachtete, sie waren jenen Drachen, die ich vor hunderten von Jahren zuvor bekämpfte, sowohl ähnlich als auch unähnlich. Da kommt Elliwood an. Elliwood, ah, die Schlampen. Elliwood, bist du? Erzähl bitte weiter. Wie ihr wünscht. Und er labert weit. Sie hatten sich geweigert, im Krieg gegen die Menschen zu kämpfen. Stattdessen haben sie sich in die Wüste zurückgezogen. Dahin sieht man hier Nergal, der Weiber hält, der mit zwei Frauen am Tisch. Voll der Angst. Und sie haben sich irgendwie in die Wüste zurückgezogen. Ihr einziger Wunsch war es, sich von der Außenwelt verborgen zu halten. Nergal und ich errichteten eine Barriere und erschufen eine Oase für sie. Ihre Einladung folgend lebten wir dort zusammen mit ihnen. Unser Leben dort, es war ruhig und zufrieden. Irgendwann erhielt das Dorf den Namen Arcadia. Ein Ort des vollkommenen Friedens für Reisende, die vom Weg abgekommen waren. Arcadia? Die Bibliotheken der Drachen waren für uns wie ein wahr gewordener Traum. Wir studierten ihre Sprache und Geschichte mit ungezügelter Leidenschaft. Zuerst ein Jahrhundert lang, dann zwei. Die Zeit kam uns nicht länger vor als ein Wimpernschlag. Trotzdem glitten unsere Gedanken langsam unterschiedlicher Pfade entlang. Auf welche Weise? Ja, ist voll langweilig, ne? Ich wollte die Weisheit der Drachen mit anderen teilen. Meine Hoffnung war es, unser irdisches Paradies nach außen auszubreiten. Und Nergal? Ah, Nergal. Er nahm das Wissen der Drachen, er lernte die Kunst, andere Lebewesen ihre Essenz des Lebens zu entreißen und sie in Macht zu verwandeln. Es war schrecklich. Als wir entdeckten, was er tat, versuchten die Ältesten und ich ihn von seinem Vorhaben abzubringen. Doch der Hunger nach Macht verhexte seinen Verstand. So war er unserem Flehen gegenüber taub. Er begann mit kleinen Kreaturen und wurde
immer sicherer. Dann begann er damit, auch Menschen ihre Quintessenz zu rauben. Die Dörfler und ich schlossen eine Allianz und besiegten ihn. Zumindest glaubten wir dies. Nachdem er aus Arcadia verbannt worden war, floh Nergal nach Biran. Nur langsam steigerte er seine Macht, um von unserem wachsamen Blick geschützt zu sein. Mit Hilfe der Quintessenz schuf er seine Puppen, die Morphs. Ihre Gestalt bezaubert das Auge. Ihr Intellekt ist weit jenseits dessen eines Menschen. Ich bin mir sicher, dass ihr selbst sie schon gesehen habt. Rabenschwarzes Haar, bleicher Teint, blutrote Lippen. Doch das Umwerfendste an ihrem Äußeren sind ihre golden schimmernden Augen. Titten. Gibt auch männliche Morphs. Oh. Alarm, wir werden angegriffen. Was? Lord Hector, es ist schlimm. Eine unbekannte Gruppe hat die Schlossmauern durchbrochen. Wie können sie ins Schloss gelangen, ohne bemerkt zu werden? Sie sind aus dem Nichts aufgetaucht. Der Angriff kam so plötzlich, dass die Palastwache ausgelöscht wurde. Schloss Zedia ist weit und breit als unannehmbar bekannt. Wenn es so leicht einzunehmen ist, können wir es dann noch retten? Es ist Nergal. Sein Zauber hat für seine Leute einen Eingang ins Schloss geschaffen. Verdammt, diese Arrogante! Was auch geschieht, sie dürfen auf keinen Fall den Thron einnehmen. Ich werde das Schloss nicht aufgeben, während mein Bruder fort ist. Haltet ein, Hector, ich komme mit euch. Ja, du nicht, du bist Depri. Scheiß Eliode. Alex, wir brauchen euch, wir brauchen einen Plan. Wir müssen eine Weile hinhalten, bis Verstärkung eintrifft. Yay, endlich bin ich nützlich. Okay, hier haben wir erstmal unsere coolen Leute. LW, sag ich dir. Hm? Ich war schon drauf und dran, mich zu muten und einzupennen. Das ist nicht nett, aber die Story ist eigentlich relativ wichtig. Relativ. Nur relativ. Okay, wir haben jetzt alles, alle Leute. Jetzt brauchen wir nur noch irgendwelche coolen Sachen. Und zwar Tausch. Sie kriegt Rettung und nimmt sich Teleport. Den Teleport brauchen wir. Okay, Justin ist weg. Mal kurz Pause. Okay, Justin ist wieder da. Wir brauchen nämlich noch etwas. Dafür nehmen wir uns wieder Matthew, geben ihm noch einen Schnitterer, nehmen das Justin-Schild hier aus dem Bild raus, geben ihm einen Dietrich und die Mitgliedskarte. Denn wir können hier ein bisschen shoppen gehen. Ja, wir können hier ein bisschen shoppen gehen. Du musst deine Kreditkarte zeigen. Na klar, ich hole mir das bei den Designer-Klamotten. Stimmt, weiter beschwert sich erstmal. Hier, komm, den Typen darfst du reden. Du hast keine Bildschirme ertragen, ne? Ja, ich will den reden. Los. Dies ist eine Nachricht von Lord Nergal. Ich erwarte euch auf der Insel der... ein bisschen verschwommen. Was steht da? Grauens? Ich erwarte euch auf der Insel des Grauens. Dies ist eine Nachricht von Lord Nergal. Haben Sie gerade schon mal? Was ist mit dem Typen los? Ja, die wiederholt sich einfach immer nur. Das ist wie so ein Anrufbeantworter. An alle Soldaten, nehmt eure Position ein, bewegt euch keinen Schritt. Haltet eure Stellung. Wir können nur ausharren, bis Verstärkung eintrifft. Eliwood. Was? Überanstrengt euch nicht. Es geht mir gut, ich bin nicht so schwach. Naja. Guck mal hier, den Typen darfst du auch sprechen, den kleinen Jungen. Okay. Wenn du ihn gleich siehst. Ninian. Du bist einer von Lord Hectors Gästen, nicht wahr? Du sollst nicht hier sein. Es ist viel zu gefährlich. Geh und versteck dich in diesem Zimmer. Hast du verstanden?
Gut, du sagst nichts mehr. Ich verpiss mich einfach. Tschüss. Du hast nichts mehr zu sagen. Okay, Giftbogen, Nosferatu, Flux. Würde mich verarschen, ey. Ich würde sagen, weil du ja meintest, dass du eh nicht mehr so viele. Weil das wäre eh lange gedauert. Nimm doch ein paar längere Parts ab. Das Problem ist, das Ding dauert auch zum Rendern ziemlich lange. Na gut, sollen wir eine Session machen? Hm? Kannst du ja alles schön teilen. Ich nehme das nicht mit Fraps auf. Ich meine, allgemein kannst du mit dem Taser eine Session machen. Ja, ist aber ziemlich schwierig, die da zu unterteilen. Ja, du musst einfach so schrittweise. Warum ist das schwierig? Du musst die Timeline einfach nur nehmen und dann das blau markieren. Und dann 5 Minuten blau markieren, dann die nächsten 5 Minuten blau markieren. Not schwer. Difficult. Nimm mal einfach auf. Der Hintergrund ist echt epic. Hä? Dein Hintergrund, der ist echt epic. Pokémon. Alles Pokémon-Typen. Hast du schon mal erklärt? Dieses Ding von der Blonden, der wo gerade mein Schild voll ist, das erinnert mich so wie an, dieser Korb da von, dem Naruto-Typen da. Gaara. Achso, als hätte der so einen Korb da, ja. Mhm. Wer ist das? Das ist Jello aus dem Manga. Als Rot getötet wird, holt sie das Pikachu von dem und belebt ihn wieder. Ach, oh, ja, ich hab das Manga nie gelesen. Ich auch nicht. Ich habe mir eine Zusammenfassung angeguckt. Okay, jetzt ist die Frage, wie weit kommst du? Und ja. Ich will nicht wegen diesem Bogenschützen, der geht mir ein bisschen auf die Eier. Wir können ja ein bisschen weiter Fragen klären. Akte X Musik bitte. Ich mag sie nicht. Lass die Akte X Musik aus dem Spiel. Über welche Mysterien willst du noch reden? Während Hawkeye hier voll aufs Maul kriegt. Okay. Hoffst du auf einen neuen Fire Emblem Part? Es gibt einen neuen, es gibt Fire Emblem 13. Bereits. Für den Nintendo 3DS. Und da gibt's richtig viel geile Download-Sachen. Da kannst du alle möglichen Charaktere runterladen. Roy, Marth kannst du da runterladen. Du kannst dir Lynn runterladen. So, und du wirst erstmal schön vergiftet, Lucius. Ja, dann weiß ich, was ich mir demnächst für den 3DS kaufe. Du kannst auch schön 2 gegen 1 kämpfen. So, Assi-Style. So, dieses neue Pokémon-Style-Ding hier, 3 PL, Alter. Boah, ich hasse Schwarz. Aber Schwarz 2 ist cool. Ich fand Schwarz cool, Schwarz und Weiß. Ich fand nur Weiß cool, wenn du verstehst, was ich meine. Rassist. Wie viel war's denn, wenn die schon ausgebildet in Mallorca von neuen Drogen? Die hängen ja alle schon mit ihren Taschenuhren und ihren Sonnenbrillen. Da musst du abends echt aufpassen. Okay, der erste Typ ist tot. Ich will jetzt nicht rassistisch sein, aber du musst echt aufpassen, wenn du mal bist alleine am Ballermann. Ja, ja, ich weiß, was du meinst. Das ist dann auch nicht rassistisch. Als wir in Paris durch so ein schwarzen Viertel gegangen sind, haben wir uns auch ziemlich mulmig gefühlt. Oh, der Typ ist cool. Der hat einen 80% Trefferchance zweimal ausgewichen. Ja. Auch so, wenn du so nicht Reeperbahn oder so geht's, dann hast du auch so Schiss, würde ich mal sagen. Naja, aber bei der Reeperbahn hat den Unterschied, du kannst wenigstens die Sprache. Nicht irgendwie durch. Allgemein, als ich das Schild gelesen habe, sind hier verboten, dachte ich erstmal so. Was? Was war da verboten? Waffen. Weil das hing an keiner Bahnstelle von Hamburg, nur an der Reeperbahn-Bahnstelle. Und da lagen überall nur Splitter, Blut an der Wand. Ja. Und daneben so. Das war auch abends. Da hingen die alle hier an den Fensterscheiben, klopften und so. Ja. Weiß nicht. Ich geht's für 3,50 in der Woche. So, nach 8 Minuten dürfen wir dann uns endlich mal wieder bewegen.
Nein, natürlich nicht. Erstmal verpissen sich die ganzen Leute. Ja, sind wieder vorbei. Ja, wir haben gerade mal einen Zug beendet. Das ist doch auch viel Leserarbeit. So. Dann gibt's Part 2 im nächsten Teil. Dann gibt's Part 2 im Part 2. 2.